Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Auf nach Ushice zu Pater Goodwin, denn der Fluch mit dem Geist, er ist noch nicht gebrochen und deswegen müssen wir da nochmal ran. Und deswegen gehen wir jetzt zu Pater Goodwin und schicken ihn nochmal zum Haus mit dem Geist, der offensichtlich nicht mehr Geist ist. Keine Ahnung, die hat einfach Probleme, die Frau. Die hat einfach Probleme. Oder Langeweile. Ey, hör auf damit. Eile dich. Für Bettler habe ich keine Geduld. Ich bin kein Bettler. Wie wird mein Geist los? Es gibt da eine Witwe, die von einem Geist heimgesucht wird. Kann man da etwas tun? Ein Wiedergänger? Erzähl mir mehr. Sie wird seit mehreren Nächten von ihrem lange verstorbenen Nachbarn heimgesucht. Sie hat versucht, ihn zu verjagen, aber weder Gebete noch Zauber zeigen Wirkung. Deshalb sucht sie nun bei dir Hilfe, Vater. Es steht geschrieben, dass die Toten erst am Tag des jüngsten Gerichts wiederkehren werden. Ich glaube eher, dass der Witwe etwas auf der Seele liegt, das sie nicht schlafen lässt. Weißt du, was es sein könnte? Ich würde mal glatt behaupten, dass sie die Fremdgängerin war. Keine Ahnung. Sie sagt, es sei der Geist von Alois, einem Bauern, dessen Frau ihn und ihr Haus verbrannt hat. Oh. Das würde wohl in der Tat keinen Geist ruhen lassen. Aber ich glaube dennoch, dass etwas anderes die Witwe in der Nacht wach hält. Ein Bauer, ein eifersüchtiges Weib. Befrag doch mal die Witwe dazu. Mein Gott, darauf bin ich nicht gekommen. Wenn du ein Idiot bist. Du kennst die Menschen schlecht. Lass dir alles erzählen, du wirst sehen. Um mit Gott und dem Verstorbenen ins Reine zu kommen, soll sie ein Sühnekreuz errichten. Ein was? Du fragst, als wärst du ein ahnungsloser Heide. Ein Sühnekreuz. Man sieht sie oft am Straßenrand. Es sind Mahnmale für Aussöhnung und vergebene Sünden. Schlag es der Witwe vor und sieh, wie sie reagiert. Oh. Hab Dank für deinen Rat. Er war sehr hilfreich. Ich werde für die arme Frau beten. Im Gegenzug wäre ich ihr sehr dankbar, wenn sie eine Spende für die Kirche erübrigen könnte. War mir eine Freude. Es. Alles nur darum, weil sie fremdgevögelt hat oder fremdvögeln lassen hat. Tod am Wegesrand? Was ist das? Ups. Was machst du da, du Mörder? Ich? Wovon sprichst du? Wovon zum Teufel sprichst du? Jeder weiß, dass du ein Unruhestifter bist. Mal sehen, das sind alles Gerüchte. Ich bin vielleicht hin und wieder in was reingeraten, aber mehr nicht. Du hast wahrscheinlich recht. Also gut, ich denke, du bist doch nicht der Schuldige. Gut, dass du es einsiehst. Und was hast du hier gemacht? Und was genau hast du hier eigentlich gemacht? Worauf willst du hinaus? Ich werde dich persönlich zum Vogt zerren. Ich werde dich nach Artei zerren und den Vogt entscheiden lassen. Also gut, ich war's. Ich wollte ihn nicht töten, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Er stolzierte mit seinem Geld herum und ich kann mir kaum was zu essen leisten. Du musst das niemandem sagen, weißt du? Und du wirst es nicht bereuen. Na schön, gib mir Geld und du kannst gehen. Was glaubst du, auch nur du? Pff, Idiot. Ist er wirklich drauf reingefallen? Ah, noch ein Morgenstern. Doch nicht so selten. Es war ein Händler, kein Wunder, dass er Geld hat. Was ist das für ein Geräusch? Was zum Teufel ist das? Warum ist das so nervig? Oh mein Gott, lass uns hier einfach verschwinden. Wieso ist da Blut?
Kommt bestimmt nicht von dem, oder? Nö, ist einfach nur nervig. Geil. Na gut, dann möchte ich weiterreisen. Wir sind ja fast da. So, Madame. Jetzt bringen wir es zum Ende. Dass ich jedes Mal falsch laufe. Ich check's nicht. Ich hab nur deine Hühner überfahren, alles gut. Ach, da ist sie. Oh, Gott allmächtiger. Hey, pass auf! Wo gehst du denn hin? Entschuldigt. Rede mit mir. Oh, ich konnte gerade kurz reden. Was zur Hölle machst du da? Mit dir reden! Ich war beim Pfarrer. Und was hat er gesagt? Wird er kommen und mein Haus mit Weihwasser reinigen? Er hat sich gefragt, ob du mir die ganze Wahrheit gesagt hast. Ich habe dir schon alles gesagt. Ich rede endlich oder ich gehe? Ich glaube ja, das ist am besten. Wohl kaum. Entweder sagst du mir endlich die ganze Wahrheit oder ich überlasse dich deinem Schicksal. Also gut, es bringt ja doch nichts. Ich war verwitwet. Und Lara nicht die Art von Frau, die ihrem Mann Freude bereitet. Alois und ich, wir kamen uns näher. Also Unzucht? Wenn du es so nennen willst. Hin und wieder fanden wir Trost in den Armen des anderen. Lara fand es heraus und regte sich auf. Sie zankten sich. Den Rest kennst du. Du hättest nicht wissen können, dass es so endet. Du hättest nicht wissen können, dass es so endet. Vielleicht nicht, aber ich mache mir trotzdem Vorwürfe. Ich lebe schon seit Jahren mit dieser Schuld, aber nun hat sie mich endgültig eingeholt. Mein armer Alois und die Kinder, die er zurückließ. Ich nehme an, seine Kinder wissen nichts davon. Sie sind jetzt erwachsen, aber du hast recht. Sie wissen nichts. Glaubst du, es würde helfen, ihnen alles zu beichten? Vielleicht würde Alois dann seinen Frieden finden und mich in Ruhe lassen. Gute Idee. Du bist auf dem rechten Weg. Sag ihnen die Wahrheit, bereue deine Sünden und errichte ein Sühnekreuz. Du hast recht. Ich werde es ihnen sagen, auch wenn sie mich danach hassen werden. Ich will nur endlich wieder gut schlafen. Hier ist etwas Geld. Geh zum Steinbruch und gib ein Kreuz in Auftrag. Das kannst du schön selber erledigen. Kümmere dich selbst darum. Ich habe meinen Teil getan. Hab Dank, Heinrich. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Zum Dank möchte ich dir den Ring meines Ehemannes geben. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ja. Ich bin doch kein Bimbo, jetzt ganz ehrlich. Was soll denn das? Hä? Achso, da sehe ich ein Kreuz. Was meinst du? Wird er wiederkommen? Nein, davon gehe ich nicht aus. Oh, ich fühle mich so leicht, als könnte ich davon schweben. Endlich habe ich meinen Frieden. Tja, also nach meinem bin ich noch auf der Suche. Mit der Vergangenheit abzuschließen ist nicht leicht, aber das weißt du ja besser. Hier ist ein Ring, den mein Ehemann mir hinterließ. Ich weiß nicht, woher er ihn hatte, aber er könnte vielleicht was wert sein. Nimm ihn als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich habe gern geholfen. Hab Dank und Gott sei mit dir. Mit dir auch. Ich hoffe, dass du endlich wieder ruhig schlafen kannst. Yay. Ruheloser Geist abgeschlossen. Wir haben einen Ring bekommen. Ein hübsch verzierter Ring, den die Witwe Dramoria mir für die Hilfe bei ihrem Geisterproblem gab. 155 wert. Naja. Wir haben es geschafft. Und wir haben ein neues Objekt in unserer Welt. Nee, du warst es nicht. Lesen. Okay. Ach da.
dieses Ding ins Gegenziel. Naja, wieso nicht? Gut, wenn wir schon mal bei Quest sind. Nö, wir haben ja hier noch in Gottes Hand. Das können wir doch gar nicht mehr machen. Was haben wir denn noch auf der Karte hier für die Quest? Ich habe das Bein immer noch nicht gerichtet. Der ist umgefallen. Der ist so gestorben. Hallo? Überfall? Halten wir an. Ich kann immer noch weglaufen. Ich habe mein Pferd wieder nicht dabei, ne? Ich vergesse es immer wieder. Ich will dein Geld, Bastard! Und all deine Wertsachen! Das ist schön für dich. Nicht drauf. Oh, ihr seid viele. Ei, 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 au, ah, ah, oh Gott, nicht sterben. Ich hab nicht gespeichert, ihr Schweine! Da werde ich Hilfe bekommen. Nein! Oh, lauf, 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 lauf. Hallo! Pass etwas besser auf! Allmächtiger, passt auf! Da draußen ein Banditen! Nein, das nenne ich laufen. Ich laufe einfach ins nächste Dorf. Hast du nicht drauf? Sauber, die kämpfen miteinander. Gut, dass du sie abgelenkt hast. Lenk ihn weiter ab! Oh, scheiße, ich habe ihn getroffen, oder? Jawohl! Oh, jetzt hat er ihn umgebracht. Meine Gebete wurden erhört. Verdammtes Arschloch, du. Ich will nur dein Geld. Du hast zwar echt tolle Sachen, aber ich kann nichts tragen. Na, schau doch, ich finde die Leiche nicht. Vielleicht war er auch gar nicht tot. Wir tun einfach mal so, als wäre er nicht tot gewesen. Gib mir dein Geld. So. Oh, da war noch ein Dietrich. Okay, sonst hattest du nichts auch? Hier ist noch ein Pfeil. Gut, dann können wir weiterreisen. Wir sind zwar halb tot, aber egal. Oh, das Kloster hasst mich wie verrückt. Wieso wohl? Was? Hä? Wieso ist der einfach umgefallen? Hä? Tja, keine Ahnung. Jetzt der letzte auch tot. Dann können wir jetzt endlich weiterreisen. Verliere ich Leben oder kriege ich Leben dazu? Oh, ich krieg Leben dazu, okay. Ich war nämlich am Bluten, das wäre ein bisschen kacke gewesen. Eigentlich müsste ich ja schlafen. Aber ich wette, ich kann bei den Verletzten noch schlafen. Das Schwein hat bestimmt immer noch frisches Fleisch, oder? Interessant. Solange es im Schwein ist, wird es nicht schlecht. Deswegen lassen wir es drin. Für den Fall der Fälle, dass wir Schweinefleisch brauchen. So, hier ist doch bestimmt ein Bettchen frei für mich. Da, wo der Typ gestorben ist. So. Scheiße, das wäre genau hier gewesen. Aber der ist umgekippt. Was tust du da?
Ich kann die Quest nicht mehr machen, weil der tot ist, der Typ. Ja, ganz ehrlich, dann lassen wir es sein. Ich guck mal, ob ich die Quest abbrechen kann. Ich meine, wenn ich sie schon nicht beenden kann. Bist du für die Krankenstube ver... Ich bin der... So, Alter, das ist nicht das Einzige, aber was rede ich? Naja. Der Verwundete aus Garlitz. Wie geht es den Verwundeten aus Garlitz? Manche von ihnen sind gut versorgt, andere sterben hier. Unnötigerweise. Es ist gut, dass wenigstens Johanka hier ist. Allein. Ja. Wie kann ich helfen? Wie kann ich dir helfen? Hast du mit Johanka gesprochen? Habe ich. Wenn du dich aufs Heilen verstehst, versuch dein Glück. Es stimmt. Ich bin Schmied. Aber ich habe mich schon öfter um Verletzte gekümmert. Was, wenn ich mir bei einer Behandlung unsicher bin? Frag mich einfach. Wir sehen dann, was wir tun. Okay. Was hältst du von Kustos? Was denkst du über den Kustos? Baron vom Berg? Nun, der macht seine Arbeit gut. Sorgt für unsere Sicherheit. Ich sah ihn zuletzt, als ich seinen Ausschlag mit Salbe behandelte. Ich hörte, er war in letzter Zeit öfter hier. Das stimmt. Er besucht Johanka, bleibt aber nie lange und geht immer unzufriedenen Blickes. Also behandelst du normalerweise keine Verwundeten? Wäre es doch eine Schlacht gewesen. Es war ein kaltblütiges Gemetzel. Du warst dort? Gott sei dir gnädig. So wie den Toten und den Versehrten. Ja, gut, das hilft mir auch nicht weiter. Würdest du mich... Willst du mich verarschen? Okay. Ja, ich werde jetzt einfach Johanka töten. Ganz ehrlich. Irgendwann ist Schluss mit lustig. Scheiß auf die Quest. Wo ist Johanka? Da ist Johanka. Ja, wenn der Typ mit dem Bein gestorben ist, da kann ich nichts machen. Tut mir leid und so, ne? Aber hier richtet den gebrochenen Knochen. Der Typ ist tot! Der ist umgefallen. Ah, das ist das Rehfleisch, was ich hier gegeben habe. Oh Mann. So, Quest erledigt, abgeschlossen. Gut, ich würde sagen, was zum Teufel? Komische Hühnchen. Dann können wir weiter fortfahren mit der Hauptgeschichte, weil jetzt haben wir nämlich alles erledigt. Sieht gut aus. Questlog, was haben wir denn hier? Während der Schlacht in Privasse griff eine zweite Gruppe Banditen Merhodet an, doch die Dörfler wehrten die Plünderer nicht nur ab, sondern konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Herr Ratzig, möchtest du, dass ich ihn verhöre? Okay, finde Markwart von Aulitz und räche den Tod deiner Eltern. Das ist, glaube ich, die Main-Main-Quest und das hier ist die Main-Quest, okay. Weil hier haben wir, glaube ich, keinen Ort. Oder? So, nicht, dass ich wüsste. Müssen wir ein bisschen weiter in die Geschichte, in der Geschichte voranschreiten. Hier ist noch ganz, ganz viel, was wir finden könnten. Also es ist gut möglich, dass wir auf jeden Fall noch das ein oder andere Dorf finden mit der einen oder anderen Quest. Haben wir echt schon so viele Schnellreisepunkte? Crazy. Na gut, Questlog. Fragen und Antworten. Optional finde heraus, was mit Matthias geschehen ist. Dafür müssen wir nach Merhodien. Haben wir sonst noch irgendwo was? Ich glaube nicht, ne? Ah, hui. Auflauern? Okay. Ich weiß jetzt nicht, wer böse ist und wer gut ist. Okay, du bist böse. Mehr hast du nicht drauf. Ich hab den Hinteren getroffen, verflucht. Was ist los? Komm schon!
Ich wollte doch nur zugucken. Jetzt stirb halt. Flucht. Oh mein Gott, ich hab verfehlt. Kannst du mal sterben? Okay, ich muss weg. Ich habe keine Ausdauer mehr. Verflucht! Nein, ich habe verfehlt. Oh, wenn ich jetzt sterbe, ist alles für den Arsch. Arschloch, ey. Heilige Scheiße. Okay, ich muss mich mal ganz kurz versorgen. Das, da waren so viele und ich dachte, ich gucke jetzt einfach nur zu, wie die kämpfen. Oh, ich blute gar nicht. Achso, ich war kurz davor zu bluten. Okay. Wo ist jetzt der Rest? Hallo? Sind nur noch ein paar Leichen übrig geblieben. Eschenjagdbogen. Ah, was hab ich? Ich habe einen Kommandobogen. Der ist um einiges besser. Aber der hat coole Sachen, ne? Natürlich bin ich jetzt überladen. Ja, gut. Oh, hi. Bist du eine normale Wache? Ja, echter. Dann habt ihr tatsächlich gewonnen. Ich bin beeindruckt, Freunde, ich bin beeindruckt. Jetzt sieht er die Leichen und denkt, ich war es bestimmt, ne? Nee, ich hätte schwören können. So, aber ich bin wie immer überladen durch ein paar Pfeile. Ich muss noch ein paar Pfeile, glaube ich, loswerden, ey. Das Pferd kann nicht mal mehr Pfeile tragen. So, Sattheit. Ja, ich kann eigentlich was essen. Hier so. Zieh ich mir noch ein paar Bierchen rein. Hier, da. So. Hey, ich bin jetzt ein richtiger Alkoholiker. Ja. Okay, von hier aus schnell reise ich. Von hier aus kannst du nicht schnell reisen. Ah, ah. Du kannst mich nicht abwerfen. Ich hab das geskillt. Fuck. Ja. Scheiße, Mann, ich stecke jetzt hier fest. Ah, nein. Oh, oh, ich bin rausgeglitscht. Normaler Mensch könnte hier durchkommen. Aber offensichtlich bin ich nicht normal. Oh Gott, ich glaube, ich bin noch tiefer reingegangen. Was zum? Wieso springst du so weit rückwärts? Hilfe! Hilfe! Ich bin frei! Oh, ich bin frei! Heilige Scheiße, ja. Oh, Scheißbüsche. Ah, da wollte ich gar nicht hin, ne? Oder? Oder etwa doch? War ich denn nicht nach Meerhojet? Ich hätte gern Bier. Sieht das Spiel irgendwie anders aus? Habe ich das Gefühl, dass irgendwie alles ein bisschen hardeliger ist? Ach, ich bin besoffen.
Das Spiel sieht besoffen besser aus, okay. Ich dachte, das funktioniert nur bei Frauen, aber anscheinend auch bei Spielen. Das Spiel sieht viel besser aus, wenn man getrunken hat. WTF, was ist das? Ist das ein Easter Egg? So, okay. Unsere Main Quest. Irgendwo hier in der Stadt. Okay. Führe den Gefangenen Mehoyet. Finde heraus, was Matthias geschehen ist. Du darfst da nicht rein. Du musst erst Melicha um Erlaubnis bitten. Gott sei mit dir. Was ist hier geschehen? Was ist hier geschehen? Es steht schlecht um uns. Sehr schlecht. Zuerst überfallen uns diese Briganten und wir kommen gerade so davon. Und dann wütet die Pest. Die Pest, sagst du? Jawohl. Die Dinge im Dorf stehen gar nicht gut. Sogar das Vieh verendet. Ist ein grauenvoller Anblick. Die Seuche. Quest begonnen, okay. Wo ist der Gefangene? Wie ich hörte, bissen die Schurken hier auf Granit. Zum Glück hat der junge Strosi schon früh erspäht und das ganze Dorf geweckt. Konnten sogar einen schnappen. Der liegt nun gefesselt bei Melicha. Aber dann kam diese Seuche. Wer hat euch überfallen? Wer hat angegriffen? Was weiß ich. Irgendwelche Banditen. Seit Skalitz geplündert worden ist, treiben sie in der ganzen Provinz ihr Unwesen. Habt ihr euch zur Wehr gesetzt? Habt ihr euch verteidigt? Und wie? Als Melicha den jungen Strohplärren hat hören, hat er jedem eine Mistgabel oder einen Flegel in die Hand gedrückt. Dann haben wir diesen Bastarden aufgelauert. Gut gemacht. Wie ging es aus? Wir haben denen das Fell gegerbt, bis sie getürmt sind. Aber vorher haben sie Stroh arg zugerichtet. Der hat den Morgen nicht mehr erlebt. Wer sind Melicha und Stroh? Wer sind Melicha und Stroh? Ach ja, du bist ja nicht von hier. Melicha ist jetzt der sich hier um alles kümmert. Vorher war das Smilts Aufgabe, vom Neuhofer Gestüt. Aber die haben ihn abgemurkst, als der Hof überrannt wurde. Und der junge Stroh ist der Bursche von Andreas Stroh, einem hiesigen Holzfäller. Oder besser, er war es. Dafür haben die Banditen gesorgt. Sein Vater hat's nicht gut verkraftet. Mhm. Wo finde ich Melicha? Wo finde ich Melicha? Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst, sein Haus ist auf der linken Seite. Okay, und wo finde ich den Vater von Stroh? Ich würde gerne mit Stroh reden. Ich verstehe. Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst, ist Strohs Haus das auf der rechten Seite. Okay, erzähl mir von der Seuche. Erzähl mir mehr über die Seuche. Das klingt schrecklich. Es ist schlimmer, als man sich vorstellen kann. Das ganze Gestüt ringt mit dem Tod. Die Schafe, Hühner. Zweifelsohne sind die Menschen als nächstes dran. Melichas Weib liegt krank da nieder und es sieht nicht gut aus. Strohs Frau, sein Bruder, mehr und mehr. Tut mir leid, das zu hören. Okay, ich suche nach Matthias. Ich suche nach Matthias, dem Stallburschen des Gestüts. Matthias? Die Briganten haben den armen Burschen erwischt. Er liegt verwundet im Gestüt. Okay, das ist alles. Danke, das wäre fürs Erste alles. Ui, da haben wir einiges gehört, ne? Ich möchte den Gefangenen sprechen. Tut mir leid, da darf niemand rein. Melichas Befehl. Ich bin Herrn Ratzigs Gesandter. Ich bin Herr Ratzigs Gesandter und muss unbedingt den Gefangenen verhören. Selbst wenn du der Gesandte des Papstes wärst. Nein, wenn du mit dem Gefangenen reden willst, frag Melicha um Erlaubnis. Mach's gut. Okay, ist ja gut. Ja, schon mal haben wir irgendwie eine neue Quest. Oh, Fähigkeiten. Schlosser knacken. Du kannst nahezu lautlos einen Dietrich benutzen, selbst wenn dir das Schloss Probleme bereitet. Das Geräusch, das ein abbrechender Dietrich verursacht, ist 90% leiser. Nicht schlecht. Okay, das ist auch nicht schlecht. Wenn dein Dietrich zerbricht, Meister des Schlosses, du kriegst einfache Schlösser automatisch. Das ist auch nicht schlecht. Wie das Spiel einfach gut aussieht, wenn man gesoffen hat. Das ist unglaublich. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Morgen in der Folge werden wir uns vollkommen Mehoyet widmen. Und wir haben die Seuche als Quest bekommen. Befrage den hiesigen Vogt zur Lage. Haut rein, euer Zero. Tschüss.